Genosse General, ich habe furchtbare Nachrichten. Premier Romanows Flugzeug ist auf dem Rückflug nach Moskau abgeschossen worden. Es ist über Marokko abgestürzt. Wir glauben, dass Premier Romanow lebt und sich in der Stadt versteckt. Gefechtskontrolle. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alarmstufe Rot 2 Juris Rache. Juris Truppen konnten den einzigen Flughafen in der Gegend erobern. Und jetzt suchen sie unseren Regierungschef. Sie müssen den Premier finden, bevor der Gegner ihn entdeckt. Wir glauben, dass sich Premier Romanow im östlichen Teil der Stadt versteckt. Sie müssen ihn unbeschadet über den Fluss zum Flughafen bringen. Juris Truppen haben Gebäude im Norden besetzt. Unser neuer Sprengwagen sollte aber in der Lage sein, diese Gebäude schnell zu räumen. Eintreffende Nachricht. Dies ist eine Botschaft für meinen alten Genossen Romanow. Ergeben Sie sich, Genosse Premierminister. Dann verspreche ich Ihnen Asyl bei meinen Truppen. Verbergen Sie sich noch lange, werden Sie ganz sicher sterben. Der Genosse General ist ein Verräter einer sowjetischen Bevölkerung. Ihr Schicksal und das Schicksal der ganzen Welt liegt in meiner Hand. So, jetzt können wir endlich mal starten. Ja, vielleicht wie man hört. Ich habe mir auf jeden Fall ein neues Mikrofon geholt. Ja, der andere, der gibt so langsam, langsam aber sicher den Geist auf. Dies ist die stärkste Einheit über die Jugend. Es handelt sich um den Berserker, der Panzer mit der Lust im Aufwand zerschmettern kann. Einheit befördert. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall gibt er so ein bisschen den Geist auf. Was heißt den Geist aufgeben? Den habe ich mir mal irgendwann mal gebraucht geholt. Vom Kollegen und ja, aber so langsam aber sicher. Da wollte ich mir mal endlich mal einen neuen holen. Dementsprechend habe ich das mal getan. Und ja. Dementsprechend ist das die erste Folge, wo ich damit aufnehme. Mit dem neuen Mikrofon. Ja. Gucken wir mal. Produktion abgeschlossen. So gesehen dient die Folge so als Testphase, kann man schon sagen. Ach nee, bitte nicht, ey. Produktion abgeschlossen. Sie können sich nicht ewig von meinem Gefolgsbeutel verstecken. So. Es ist nur eine Frage der Zeit. Gebäude eingenommen. Wie Gebäude eingenommen, hä? Was für ein Ding? Nimmt der jetzt auch noch Gebäude ein, oder was? Achso, nee, die meinen das hier. Wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Aber erstmal muss ich hier die ganzen Sachen machen. Ja. Den bauen wir auch wahrscheinlich weiter hinten. Dementsprechend. Na. So, erstmal hier hin. Flakkanone, brauche ich das jetzt schon? Ich weiß es nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Radar. Ich muss erstmal hier was sehen. Ich habe jetzt keinen Bock hier da durch zu, ne? Fahrzeug, Einheit verloren. Produktion läuft. Gestoppt. Einheit befördert. Ja. Der Basis steht unter Beschuss. Die kriegen das gut hin eigentlich. Abgeschlossen. Bereit, auf geht's! So, soll er aber ein bisschen mehr Platz hier haben. Produktion läuft. Besser gesagt, uns besser Produktion läuft. Wie nennt sich das? Entfalten können so. Jetzt haben wir es. Produktion abgeschlossen. So, ihr geht erstmal dahin, würde ich sagen. So. Ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, können wir sogar in der Mission den eisernen Vorhang bauen. Bin mir aber jetzt unsicher. Ich meine, das war irgendwie so. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Ah, ist ja nicht schlimm. Einheit bereit. Gehen wir hin. So, Einheit bereit. Dann gehen wir hier oben hin. Gleiche Anteile für alle. Bisschen Erz sammeln. So. Ja, stellen wir mal hier hin. Dies ist ein
Spreng-LKW, ein Lastwagen voller Sprengstoff. Bringen Sie den Wagen in den gegnerischen Stützpunkt. Wir machen Mütterchen Russland stark. Wenn er dann zerstört wird, explodiert er und richtet erheblichen Schaden am Stützpunkt an. Ach, man weiß gar nicht, wo der ist, ne? Wo ist der denn nochmal? Warte mal. Ach, falsch hier. Nee, doch nicht. Andere Seite. Finden Sie Romanov und beschützen Sie ihn. Wir müssen ihn finden und ihn zum Flughafen bringen, damit er ausgeflogen wird. Wir müssen ja. Okay. Na gut. Dann weiß ich Bescheid. Gestoppt. Warum will ich das Ding jetzt hier nicht? Gibt es irgendwelche Einheiten, die nicht übernommen werden können? Produktion läuft. Fahrzeug berichtet. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Bin mir da unsicher. Produktion läuft. Erzsammler unter Beschuss. Kriegssammler hier. Wir sind bewaffnet. Die Dinger finde ich eigentlich ganz nice. Bereit, Genosse. Können ja mal ein paar Panzer Neues bauen. Ziel erhalten. Ein paar Winos. Und dann fahren wir hier mit dem mal hier rum. Wie gesagt, ich bin mir jetzt unsicher, ob. Och, du grüne Neune. Sind das aber viele, ey. Einheit bereit. Ja, ja. Wo jetzt? Wo jetzt Kernkraftwerk? Neue Bauoptionen. Passt schon. Neues Ziel erhalten. Reparatur läuft. Einheit bereit. Wir sind bewaffnet. So. Produktion abgeschlossen. Spionageflugzeug bereit. Unzureichende Credits. So, die brauchen wir dann immer. Gebäude verkauft. Marschiere los. Einheit bereit. Die brauchen wir nicht mehr. Genosse. Reparatur läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. So. Kein Geld mehr, aber haben wir gleich wieder. So, Spionageflugzeug ist bereit. Na, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier gucken. Würde ich sagen. Einheit bereit. Wir stärken die sowjetische Wirtschaft. Wir machen Mütterchen Russland stark. Erzsammler ist ja nicht schlimm. Wir machen Mütterchen Russland stark. Ach, guck mal, da ist auch eine Basis. Mhm. Was können wir denn bauen hier? Ah, okay, eiserner Vorhang geht doch nicht. Produktion abgeschlossen. Habe ich erst gedacht, dass das geht, aber okay. Wurde ich eines Besseren belehrt. Oh, das stellen wir mal hier hin, würde ich sagen. Produktion läuft. Rekrut meldet. Für die Union. Training. Wir sind bewaffnet. Also hier schon mal eine Basis. Ja, gucken wir mal, dass wir die zerstören. So. Es gibt ja die Spreng-LKWs, ne? Da ist auf jeden Fall ein Juri, sehe ich. Reparatur läuft. Einheit bereit. Ja. Produktion abgeschlossen. Jetzt sagen wir, bauen hier noch. Genosse, da. So. Warte auf Order, da. Gut. Gebäude eingenommen. Warte auf Order. Ah, wenn da Juris sind, ne? Kraftfeld bereit. Ups. Mehr kann ich nicht bauen. Industriekraftwerk kann ich noch bauen. Ja gut, da können wir ja noch machen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir... Ach, du grüne Neune. Unsere Basis
Basis steht unter Beschuss. Ja gut, dann müssen wir hier auch noch was bauen. Ich glaube, so ein Gefechtsbunker wird hier schon reichen. Produktion läuft. Ja. Neues Ziel erhalten. Training. Einheit so. Bereit. Produktion abgeschlossen. Fertig? Warte jetzt. Auf Order. Marschiere los. Warte auf Order. Gebäude eingenommen. Ja, das Problem ist, wenn der Yuri da steht, ne? Dann ist halt das Problem, ja, dass der jemanden übernimmt, ne? Deswegen müssten wir, boah, Ziel wählen. Ich guck mal hier, ob hier vielleicht ein Weg frei ist. Ne? Wir gucken einfach mal. Hier können wir auch auf jeden Fall auch mal gucken. Aber kann sein, dass der Romanov hier irgendwo ist. Na, ich meine, der war hier irgendwo. Haben die ja auch gesagt, soweit, ne? Okay, hier ist die Haupt... der... so gesehen der Haupteingang, ne? Und da ist jetzt auch nicht so schwer zu erreichen, ne? Neues Ziel erhalten. Produktion ja, ich baue mal 5 Rhinos und dann fahren wir mal dahin. Ach, da ist... ach, da soll der sein. Ah, okay. Bereit, Genosse. Irgendwo hier, okay. Dann schauen wir mal dann beim gleich ein bisschen nach. Ich würde sagen, wir fahren dann mal mit dem Panzer erstmal hier hin. Ich nehme auch so ein Flaklaster mit, bevor hier, dass der dann so transportiert werden kann mit dem Flaklaster. Einheit bereit. Warte auf Order. Ja. Ich denke mal, ich bin soweit gut gerüstet, ne? Würde ich jetzt mal so... ach, wo will der denn jetzt hin? Kommt der jetzt oder was? Wenn der jetzt kommt, dann können wir die Base auf jeden Fall nachher zerstören. Das ist super. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal mit denen dahin. Ich weiß zwar jetzt nicht, was uns dort erwarten wird, aber... werden wir ja sehen, ne? So. So, jetzt können wir ja mal gucken. Da irgendwo war das, ne? Ja, irgendwo hier müsste der... oh, da ist sogar ein Yuri. Eieieiei. Das ist natürlich der erste, den wir dann vernichten müssten, ne? Fahrzeug berichtet. Noch fertig da. Endlich. Wir sind bewaffnet. Ja, noch nicht ganz, ne? Kriegssammler hier. Wie gesagt, wir holen uns jetzt erstmal den Romanov. Ne, und dann machen wir hier so überall weiter. Ne, zerstören wir die Basen. Ja, machen wir so. So ist, glaube ich, am einfachsten erstmal. Einheit bereit. Dann nehmen wir die 2 Panzer auch noch mit. Gleich. Wir stärken die sowjetische Wirtschaft. Ja, irgendwo da müsste der sein. Gut. Bereit. Position wird geändert. Reparatur läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Position wird geändert. Position bestätigt. Position wird geändert. Position wird geändert. So, hier haben wir überall noch Erz. Position wird geändert. So, erstmal hier versammeln. Position wird geändert. Position bestätigt. Auf geht's! Position wird geändert. Position wird geändert. Spionageflugzeug so. Bereit. Position bestätigt. Wir haben Premierminister Romanov gefunden. Eintreffende Sehr gut. Nachricht. Da haben wir den direkt gefunden.
Von allen Bars in der ganzen Welt gehen sie ausgerechnet in diese hier. Willkommen, Genosse General. Wir sollten auf den Beginn einer wunderbaren Freundschaft anstoßen. Das hier sind die Pläne für den Eisernen Vorhang. Setzen Sie sie mit unseren Sprengwagen zusammen ein, um die ultimative Vernichtungswaffe zu erschaffen. Einheit verloren. Oh, geht doch. Neue Bauoptionen. Ich muss das Erbe der Sowjetunion bewahren. Ich werde darüber nachdenken. Auf geht's! Position bestätigt. Position bestätigt. Position bestätigt. Position wird geändert. Position bestätigt. Position bestätigt. Position wird geändert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Na, solange der Falsche nicht übernommen wird, ist alles gut. Ach ja, hier, der eiserne Vorhang. Sehr gut. So. So gesehen ist der Romanov jetzt erstmal hier, Produktion safe, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich werde auch einmal speichern, im Fall des Falles. Machen wir einfach bei LP1, ne? Ja, genau. So, dann haben wir das auch. Brauchen wir noch ein Dings? Ja, klar. Ah, schon kaputt. Wir müssen Premierminister Romanov am Flugplatz in Sicherheit bringen. Auf Order. Da. Einheit befördert. Gebäude Rekrut eingenommen. Meldet. Order erhalten. Gebäude Genosse. Eingenommen. Ich glaube, das... Gebäude eingenommen. Bereit, Produktion. So, die sind dann zum Kämpfen da. So, hier haben wir auch noch eine Tesla-Spule. Da bauen wir auch noch eine und dann... Da geht's ans Eingemachte, ne? Dann wird das hier erstmal zerstört, würde ich sagen. Dann haben wir das hier schon, dann haben wir das schon mal weg. Ja. Aber den eisernen Vorhang, den werden wir auf jeden Fall auch gleich noch bauen. Ja, das machen wir auch. Der soll sich auch mal befördern hier. Der ist auch mal gut dabei eigentlich. So, dann bauen wir mal den eisernen Vorhang. Fahrzeug berichtet. Solange der jetzt nicht mit dem Psychodominator oder so kommt, ist alles gut. Ich hasse das Ding, ne? Den Psychodominator. Den Gemutator, den finde ich noch, wow, okay. Dann baut man einfach keine Soldaten. Ja. Ja, Rekruten. Ja, und dann war es das schon, ne, eigentlich. Ne, mehr muss er eigentlich nicht beachten bei einem Gemutator. Ja, aber der Psychodominator, der geht einen echt auf den Senkel. Wenn man bedenkt, dass der, die Sachen zerstört und dann, die restlichen... Bereit, Genosse. Ja, ein paar eliminiert und ein paar Sachen einnimmt. Ne? Von daher. Produktion abgeschlossen. So. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ich weiß jetzt nicht, war nur eine Einheit immer betroffen davon? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob derjenige, der mit dem eisernen Schutz da neues Ziel erhalten. Betroffen ist, dass er übernommen werden kann. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auch mal überlegen, ob wir hier die Spreng-LKWs bauen. Weiß jetzt nicht, wie viel Schaden die machen, ob die direkt ein komplettes Gebäude zerstören, das weiß ich nicht. Wir könnten auch einfach hier reingehen, geht auch. Na, die Panzer sind ja auch hier alle weg. Ja. Oh, hier kommen jetzt die Huris. Na, hier müssen wir auch aufpassen, auf die Gebäude. Einheit bereit. Reparatur läuft. Müssen wir mal gucken. Aber so vom Schutz her reicht das auf jeden Fall erstmal hier. Wir machen mit Russland stark. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur. Wird auch gut hier dabei.
muss ich sagen. Weil die UFO-Dinger bauen sie ja anscheinend nicht. Ich glaube, die kommen auch erst später. Er weiß jetzt gar nicht. Mission 5 oder 6 wahrscheinlich kommen die Dinger. Also nächste Mission oder ein paar Missionen danach. Schade, dass die keine Flugzeuge oder so haben, ey. Schon ganz nice. Müssen wir hier mal gucken, wie wir die... Ach ja, Dings ist ja hier bereit, ne? Gucken mal, was hier so gibt's. Die Aufklärung. Ah, Mist, so weit kommt er gar nicht. Mist, Mist. Eiserner Vorhang bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Na gut. Produktion läuft. Reparatur läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Na, ja, Mist, kein Geld. Ja, jetzt kommen sie aber hier. Ach, jetzt haben wir kein Geld, ey. Ausgerechnet dann, ey. Wenn es so wichtig gerade ist, ey. Jetzt kommen die, ey. Natürlich jetzt. Produktion abgeschlossen. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Produktion läuft. Rekrut meldet. Order erhalten. Gebäude eingenommen. Ja, machen wir hier jetzt gleich noch eine Tesla-Spule. Dann mache ich hier noch eine Tesla. Ich mache jetzt zwei Tesla-Spulen, ne? Mütterchen Russland stark. Unzureichende Kredit. Der Stolz der Arbeiterklasse. Spionageflugzeug bereit. Ups. Ziel wählen. Der Stolz der Arbeiterklasse. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Okay. Wir machen Mütterchen stark. Nur fertig. Sehr gut. Produktion läuft. Dann bauen wir am besten noch einen und dann würde ich sagen, gehen wir einmal in die Offensive hier. Oh, direkt unter Beschuss, ey. Lassen aber auch nicht locker, ey. Ach, guck mal, da ist sogar ein Bordturm. Position bestätigt. Ziel gesichtet. Auf geht's! Produktion abgeschlossen. Angriff! Position wird geändert. Angriff! Position wird geändert. Auf geht's! Feind gesichtet. Position bestätigt. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ziel gesichtet. Position wird geändert. Ziel gesichtet. Einheit befördert. Ziel gesichtet. Feind gesichtet. Oh. Position bestätigt. Feind gesichtet. Ziel gesichtet. Angriff! Dann haben wir das schon mal hier zerstört. Spionageflugzeug bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit befördert. Reparatur läuft. So. Bereit. Feind gesichtet. Position bestätigt. Position wird geändert. Wir machen sie fertig. Ziel gesichtet. Wir müssen
Müsste der jetzt noch genug Kraftwerke haben, um die hier zu betätigen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das für alle Kraftwerke gilt, ne? Position wird geändert. Ja. Das ist eingetroffen. Ach, die Dinger! Lol. Die sind eigentlich auch ganz nice, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, ob die übernommen werden können. Na gut. Wir sind außer Betrieb alle. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal zerstört, wenigstens in der Folge. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann die Hauptbase zerstören. Einheit befördert. Können ja mal gucken. Was ich aber nicht denke. Sehr gut. Position bestätigt. Wir machen sie fertig. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ja, ja. Feind gesichtet. Reparatur läuft. Ah, okay, jetzt ging das, oder was? Ah, die Hauptbase sieht jetzt auch nicht so atemberaubend aus, muss ich sagen, ne? Ah, nur die hier nerven. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Ist so was, das was nervt, ne? Position wird geändert. Ja, gut. Müssen wir das hier noch zerstören? Ja, das müssen wir zerstören auf jeden Fall. Erzsammler unter Beschuss. Ja, der kriegt das auch so immer hin. Von daher. Warte auf Order. Produktion läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Spionageflugzeug bereit. Ziel wählen. Einheit bereit. Fahrzeug berichtet. Einer ist hier komplett befördert, ne? Müssen wir echt aufpassen. Ja, hier ist, glaube ich, sonst nichts, ne? Was man machen könnte, ist halt, wie gesagt... Ich werde mal was testen. Ganz kurz. So, wir speichern einmal hier unter LP1. Ich will mal wissen, ob die übernommen werden können. Verbrannte Erde, das wird ein friedlicher Frühling. Für die Kernschmelze bereit. Das gucken wir nochmal in der Folge jetzt hier. Mal wissen, ob die auch übernommen werden können. Verbrannte Erde.
Feuer, Frühling. Verbrannte Erde. Dem befördert. Das war's dann wohl. Bereit für die Kernschmelze. No. Finde den Krisen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Schade, hat man die nicht bauen können, ey. Da können wir die bauen, nur wenn wir auch ein Industriekraftwerk kommen. Testen wir mal. Schauen wir mal. Bereit für die Kernschmelze. Finde den Krisenherd. Das Quell übersteigt. Unsere Basis steht unter Beschuss. Steigt der jüngste Tag. Und ganz nice eigentlich. Erdsammler unter Beschuss. Und der Gute ist die. Produktion abgeschlossen. Wir machen Mütterchen Russland stark. Und war hier hin, ne? Ja. Ne, okay. Ups. Gestoppt. Na gut, ist ja auch nicht schlimm, ne? Reparatur läuft. Das Quecksilber steigt. Reaktor bereit. Das war's dann wohl. Der jüngste Tag. Der jüngste Tag. Einheit befördert. Einheit verloren. Na gut. Okay, ja, da wollte ich nur mal wissen, aber anscheinend können die nicht erobert werden. Aber ich will die Dinger auch schon behalten, ne? Das will ich auf jeden Fall. Aber gut. Man kann die auf jeden Fall für die Soldaten hier benutzen. Ich würde die jetzt erstmal hier hinstecken, damit die so ein bisschen, ja, hier ein bisschen beschützen, ne, von den Soldaten. Also von Juris Leuten. Ne. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, liebe Leute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.